Mit einer 7:0 Aufwiege haben die Young Boys am 9. April den FC Lugano zurück ins Tessin geschickt. Und unter diesen 7 Goal hat es kein Wembley-Goal gehabt. Das erste Heimspiel für IB in der neuen Saison, IB gegen Lugano. Allerdings sind die schönen, angenehmen Erinnerungen an die vielen Goal doch ein bisschen weggepusht worden von der weniger angenehmen Tatsache, dass Alexander Gernt wieder für lange Zeit ausfällt. Julia Kubo oder Michael Frey, die beiden Optionen, haben sich angeboten für den zweiten IB-Sturmplatz neben dem Guillaume Ouago. Wenig überraschend bekommt Yuya Kubo den Vorzug. Der Japaner muss bei Laune gehalten werden. Nach dem Out von Gernt hat IB Kubo die Teilnahme an den Olympischen Spielen gestrichen. Seine Dienste sind für Gelb-Schwarz gefragt. Zuckerhut-Fußball gibt's für Kubo nur am TV. Die Berner bestimmen die Partie von der ersten Sekunde an. Ouago kommt schon nach 2 Minuten völlig frei zum Abschluss. Sein neuer Sturmpartner setzt sich kurz darauf auch in Szene. Der erste Auftritt von Yuya Kubo bringt Mirko Salvi im Lugano-Tor doch schon etwas in Bedrängnis. Einbahnfußball im Stade de Suisse. Die Gäste aus dem Tessin werden eingekesselt. Flüchtigkeitsfehler sind die Folge. Hier leistet sich Lugano-Verteidiger Golemitz ein Foul an Wüttrich. 11 Meter für IB. Das Vergehen ist bei genauerem Betrachten klar zu erkennen. Penalty, eine Angelegenheit für Ouago. Der Franzose hat zuletzt 8 Mal vom Punkt getroffen. Der 9. Elfer sitzt auch. Die Berner gehen verdient in Führung. 9 Minuten absolviert. Der Favorit lässt keine Zweifel aufkommen, wer hier das Sagen hat. Trainer Adi Hütter zufrieden. IB-Investor Andi Ries wohl auch. Das Heimteam gefällt immer wieder mit schnellem Umschaltspiel. Nach Balleroberung geht nach vorne die Post ab. Rabe, Kubo. Beim Japaner ist nichts zu sehen von Olympia Frust. Fleiß und Einsatzfreude stimmen. Die Torbelohnung holt sich Kubo vorerst allerdings noch nicht ab. Stephen Bergen und die total umgekrempelte IB-Abwehr bislang nicht gefordert. Erst kurz vor dem Seitenwechsel sorgt Davide Mariani dafür, dass sich IB-Keeper Ouago doch noch auszeichnen kann. Guter Schuss, prima Parade. Es bleibt beim verdienten 1:0 nach 45 Minuten. Holdrio, die Hände zum Himmel. Beim IB-Nachwuchs steht der Sieger schon zur Halbzeit fest. Aber aufgepasst, wer die Motoren zu früh drosselt, der kann auch bestraft werden. Kein Abseits und dann das Duell Wüttrich gegen Mihajlovic. Der Luganesi fordert einen Pfiff, den gibt es aber nicht. Richtig, Schiedsrichter Scherer hat das Geschehen im Griff. Aber Gelb-Schwarz muss wieder mehr tun, ganz klar. Im Liegestuhl gibt es die 3 Punkte nicht. Rabe hat die Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Die Berner ärgern sich über die verpasste Gelegenheit und Lugano lanciert den Gegenstoß. Misrachi, Alioski, Ouago kommt zu spät. Alioski trifft zum Ausgleich in der 55. Minute. Die Young Boys vorne nicht kaltblütig und hinten mit Schwächen. Das ist keine gute Kombination. Bei Lugano freut man sich über den Husarenstreich. Noch bleibt dem Heimteam genügend Zeit, eine Reaktion zu zeigen. Die Gäste verteidigen allerdings gut. Ouago, technisch, brillant. Der Franzose bringt den Ball auch nicht im gegnerischen Tor unter. Pech, dass Ouago in dieser Szene am eigenen Teamkollegen, nämlich an Suleimani, scheitert. IB ist nicht mehr zwingend, nicht mehr überzeugend. Ein Wechsel drängt sich auf. Kubo, abgetaucht, wird nach etwas mehr als einer Stunde durch Michael Frey ersetzt. Kompliment an den FC Lugano. Die Tessiner haben sich nach signifikanten Startproblemen im Verlauf der Partie deutlich gesteigert. Und die Gäste geben sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Sulmoni, der Verteidiger, rotzfrech an vorderster Front. Die Fingerkuppe von Ouago verhindert die Lugano-Führung. IB hat den Faden ziemlich verloren und ist in der Rückwärtsbewegung keineswegs spielsicher. Piccinocchi wird zurückgepfiffen, das Adlerauge des Schiedsrichterassistenten. So richtig klar war die Szene allerdings nicht. Könnte auch
gleiche Höhe gewesen sein. Extrem schwierig zu beurteilen, diese Aktion. Die Schlussphase. Was ist nur mit den Young Boys passiert? Der Stecker ist gezogen. Die Gäste sind näher am zweiten Treffer dran. Die IB-Abwehr wackelt. Ja, mehr als das. Ein Eigentor von Steve von Bergen in der 83. Minute. Der Captain spürt den Atem von Misrachi und trifft ins eigene Netz. Was für ein Dämpfer für die Young Boys vor dem Champions League-Rückspiel gegen Schachtar. Das heute ist definitiv keine Werbung in eigener Sache. Guaro, letzte Chance, vertan. Lugano landet den Big Point. Die Tessiner gewinnen gegen Ibe. Es ist auch sehr schön, im Stade Suisse zu gewinnen, weil das ist gar nicht einfach, weil Ibe ist wirklich eine Top-Mannschaft, die wirklich auch international, europäisch mitmachen kann. Und wir als Lugano auch auswärts können punkten. Also, ja, gibt es nicht immer. Ich bin heute sauer und auch enttäuscht, wie wir heute aufgetreten sind. Das hat mir natürlich nicht gefallen, speziell nach dem frühen 1:0 müssen wir einfach weiterhin Druck machen und auf das zweite Tor spielen. Wir haben uns dann leider dem Tempo angepasst, wollten das in der Halbzeit noch mal korrigieren, haben gut angefangen. Die Schlüsselszene war sicherlich die Riesenchance von Jori Krawe. Dieser Sieg für Lugano ist nicht unverdient, weil sie meiner Meinung nach heute gut aufgetreten sind. Das Bild des Tages, geliefert von Lugano-Trainer Andrea Manzo. Tränen der Freude, IB Lugano 1:2.